Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir eine kompakte Zusammenfassung zur Kurvendiskussion bei einer Polynomfunktion. Das Skript findest du auf meiner Homepage. Bei der Kurvendiskussion einer Polynomfunktion werden wir hier die genannten 8 Punkte Schritt für Schritt abhandeln. Nachher gehe ich mit einem Musterbeispiel immer im Detail darauf ein. Bevor wir mit der Kurvendiskussion starten, gebe ich dir einen Tipp, nämlich, dass du zu Beginn die Funktion dreimal ableitest. F' von x bilden, F' und F' von x. Das hier sind dann die drei Ableitungsfunktionen. Die brauchen wir dann bei der Kurvendiskussion. Wir beginnen mit der Definitionsmenge. Bei einer Polynomfunktion steht ja die Variable x nie in einem Nenner oder unter einer Wurzel. Somit müssen keine Werte ausgeschlossen werden. Es gilt stets, die Definitionsmenge entspricht den reellen Zahlen R. Es dürfen alle reellen Zahlen für x eingesetzt werden. Bei rationalen Funktionen, wo zum Beispiel die Variable x im Nenner stehen würde, müsste man bei dieser Funktion die Zahl 1 ausschließen, da x minus 1 ungleich 0 sein muss. Durch Umformen kommen wir auf x ungleich 1 und die Definitionsmenge wäre R ohne 1. Nur so als Beispiel, wann die Definitionsmenge eventuell nicht R ist. Nun kommen wir zu den Nullstellen. Bei den Nullstellen hat die Funktion den Funktionswert 0. F von x setzen wir gleich 0. Die ursprüngliche Funktion minus x hoch 3 minus 9x² minus 24x minus 17 ist gleich 0. Das lösen wir mit einem technischen Hilfsmittel, wie zum Beispiel GeoGebra. Wenn man das macht, wenn man diese Gleichung löst, bekommt man drei Lösungen. X1 ist ungefähr minus 4,5, x2 ist ungefähr minus 3,3 und x3 ist ungefähr minus 1,1. Die zugehörigen Nullpunkte sind dann n1 ist minus 4,5 und 0. Die y-Koordinate ist ja jeweils 0, n2 ist minus 3,3, 0 und 0.3 ist minus 1,1 und 0. Schritt 3, Bestimmung der Extremstellen bzw. Extrempunkte. In diesem Punkt möchten wir mögliche Hoch- bzw. Tiefpunkte bestimmen und dazu gibt es ein genaues Ablaufszenario. Wenn wir uns diese Grafik anschauen, sehen wir, dass die Steigung jeweils 0 ist und dass bei einem Hochpunkt die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, bedeutet, bei einem Hochpunkt ist die Funktion stets rechts gekrümmt, bei einem Tiefpunkt stets links gekrümmt. Deswegen ist die zweite Ableitung größer als 0 und das brauchen wir auch bei der Bestimmung. Schritt 1, erste Ableitung 0 setzen. Dann bekommen wir alle Stellen, wo die Steigung 0 ist und durch Einsetzen in die zweite Ableitung bekommen wir dann mögliche Extremstellen. Ist die zweite Ableitung größer als 0, ist das eine Minimumstelle, kleiner als 0, Maximumstelle und dann gibt es eine Ausnahme, eine sogenannte Sattelstelle. Auch hier ist die Steigung 0. Aber es ändert sich nicht das Monotonieverhalten, das ist kein Extremum. Und dort ist dann die zweite Ableitung gleich 0. Das ist zugleich eine Wendestelle. Möchte man den Hoch- und Tiefpunkt dann noch bekommen, setzt man die x-Werte in die ursprüngliche Funktion ein. Betrachten wir das Beispiel. Schritt 1, erste Ableitung 0 setzen. Minus 3x² minus 18x minus 24 gleich 0. Entweder Lösungsformel oder wieder ein Hilfsmittel verwenden. Wenn man diese Gleichung löst,
erhält man x1 ist gleich minus 4 und x2 ist gleich minus 2. Jetzt schauen wir, ob das Extremstellen sind. Wir setzen das in die zweite Ableitung ein. F' von minus 4 ist minus 6 mal minus 4, also plus 24. Minus 18 ergibt plus 6. Größer als 0 bedeutet x1 ist minus 4 ist eine Minimumstelle, also ein Minimum. Und f' von minus 2 ist 12 minus 18 gleich minus 6 ist kleiner als 0. Dort liegt ein Maximum. Wie lauten die Extrempunkte? Wir berechnen f von minus 4 und erhalten den Funktionswert minus 1. Der Tiefpunkt hat die Koordinaten minus 4 minus 1. F von minus 2 durch Einsetzen in die ursprüngliche Funktion ist plus 3. Der Hochpunkt hat die Koordinaten minus 2 und plus 3. Viertens, Bestimmung der Wendestellen bzw. Wendepunkte. An Wendestellen ändert sich das Krümmungsverhalten. Dort ist die Krümmung genau 0. Wie bestimmen wir jetzt eine Wendestelle? Zweite Ableitung 0 setzen und den erhaltenen x-Wert in die dritte Ableitung einsetzen. Und die dritte Ableitung muss ungleich als 0 sein. Wenn das der Fall ist, handelt es sich um eine Wendestelle. Den Wendepunkt erhalten wir wieder durch Einsetzen in die ursprüngliche Funktion. F' von x ist gleich 0, minus 6x minus 18 gleich 0, eine lineare Gleichung, minus 6x ist gleich 18 und durch minus 6x ist gleich minus 3. Einsetzen in die dritte Ableitung. Die dritte Ableitung ist eine konstante Funktion, ist minus 6. Das Ganze ist ungleich 0. Somit ist x gleich minus 3 eine Wendestelle. Wie lautet der Wendepunkt? F von minus 3. Und hier erhalten wir dann 1. Der Wendepunkt hat die Koordinaten minus 3 und plus 1. Bestimmung der Wendetangente im Wendepunkt minus 3 und plus 1. Dazu benötigen wir die Steigung im Wendepunkt an der Stelle minus 3. F' von minus 3 ist gleich plus 3 durch Einsetzen in die erste Ableitung. Jetzt können wir mal die Tangentengleichung aufstellen. Y ist gleich 3x plus d. Parameter d benötigen wir noch. Wir setzen den Wendepunkt ein. 1 ist gleich 3 mal minus 3, also minus 9 plus d. Warum minus 9? Für das x setzen wir minus 3 ein. Minus 9 auf die andere Seite. 10 ist gleich d. Die Wendetangente hat die Gleichung y ist 3x plus 10. Im fünften Punkt bestimmen wir das Monotonieverhalten. Zur Bemerkung, die Funktion ändert an Extremstellen das Monotonieverhalten. Wir haben bereits die Extremstellen bestimmt. Bei x ist minus 4 liegt ein Tiefpunkt. Wie schaut das Monotonieverhalten aus? Bis zum Tiefpunkt ist es fallend, danach ist es steigend. Dann kommt bei x ist minus 2 irgendwo hier oben dann ein Hochpunkt. Vor dem Hochpunkt ist es ja wie gesagt steigend, danach fallend. Somit können wir aufgrund dieser Überlegungen das Monotonieverhalten bestimmen. Von minus unendlich bis minus 4 bis zu diesem Minimum
ist die Funktion streng monoton fallend. Dann zwischen den beiden Extremstellen, zwischen minus 4 und minus 2, ist die Funktion streng monoton steigend. Und anschließend wieder von minus 2 bis plus unendlich ist die Funktion fallend, beziehungsweise ist der Funktionsgraph fallend. Krümmungsverhalten sollen wir nun angeben, analog zum Monotonieverhalten, jedoch müssen wir uns jetzt an den Wendestellen orientieren. Wir haben den Wendepunkt minus 3 und 1 sowie die beiden Extrempunkte bereits bestimmt. Tiefpunkt, Hochpunkt und irgendwo dazwischen ist ja dieser Wendepunkt. Bedeutet, bis zum Wendepunkt sind wir links gekrümmt, ab dem Wendepunkt sind wir rechts gekrümmt. Wir können folgern von minus unendlich bis minus 3 links gekrümmt und ab minus 3 bis plus unendlich rechts gekrümmt. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das stimmt, dann nehmen wir einfach einen Wert aus diesem Intervall heraus, zum Beispiel minus 4 und berechnen f' von minus 4 und das Ganze ist ja, wie wir bereits gesehen haben, plus 6 größer als 0, somit sind wir in diesem Bereich genau links gekrümmt. So könnte man das noch rechnerisch bestätigen. Symmetrie. Hier unterscheiden wir mal eine gerade und eine ungerade Funktion. Eine gerade Funktion ist symmetrisch zur y-Achse. Es gilt f von x ist f von minus x. Wir berechnen f von minus x und erhalten dann minus minus x hoch 3, also plus x hoch 3. Bei x Quadrat fällt das Minus weg. Es bleibt minus 9x Quadrat. Wenn wir hier minus x einsetzen, plus 24x und minus 17. Und man erkennt sehr schön, dass wir hier nicht gleich sind. Es gilt, f von x ist ungleich zu f von minus x. Die Funktion ist nicht symmetrisch zur y-Achse. Zweite Möglichkeit, ungerade Funktion. Der Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Es gilt, minus f von x ist f von minus x. F von minus x hatten wir bereits ausgerechnet, ist x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 17 und minus f von x ist x hoch 3 plus 9x² plus 24x plus 17. Und man erkennt hier auch wieder, wir haben hier keine Gleichheit. Die Funktion ist also auch nicht punktsymmetrisch zum Ursprung. Bemerkung, es ist aber auch möglich, dass der Graph bezüglich einer beliebigen Geraden oder bezüglich eines Punktes symmetrisch ist. Bezüglich eines Punktes, da handelt es sich dann meistens um Wendepunkte. Wir betrachten im Punkt 8 den Graph und machen hier eine grafische Folgerung. Die rechnerische Überprüfung ersparen wir uns in diesem Skript bzw. in diesem Video. Skizzieren des Graphen. Folgende Informationen haben wir bereits erhalten. Nullstellen bei minus 4,5, minus 3,3 und minus 1,1.
Tiefpunkt bei minus 4 und minus 1, Hochpunkt bei minus 2 und 3, Wendepunkt bei minus 3 und 1. Und jetzt können wir den Funktionsgraph skizzieren. Wir sind fallend bis zum Tiefpunkt, Nullstelle, Wendepunkt, Hochpunkt und die letzte Nullstelle. Ungefähr so könnte der Funktionsgraph ausschauen. Und man erkennt jetzt hier, das ist eine Funktion dritten Grades. Und diese Funktion ist symmetrisch zum Wendepunkt. Wir können folgern. Der Funktionsgraph ist punktsymmetrisch bezüglich des Wendepunktes W ist minus 3 und 1. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen ausführlichen Erklärungen weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mein Projekt unterstützen würdest. Ansonsten hoffe ich, dich bei einem weiteren Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.